Die Märkte kommen einfach nicht zur Ruhe. War es kürzlich noch der Yuan, der für, naja, zumindest Turbulenzen sorgt, so sind es heute vor allem die Staatsanleihen respektive deren Renditen. Denn die crashen geradezu, sodass wir eine Art Renditecrash haben. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Vielleicht erzähle ich mal die Geschichte chronologisch. Wir hatten zunächst mal schwache Kurse im asiatischen Handel, weil Chinas Notenbank das Fixing des Yuan, das immer um 3 Uhr nachts deutscher Zeit passiert, knapp nur winzig einen Hauch, einen Wimpernschlag unter die 7er Marke gesetzt hat bei Dollar Offshore Yuan. Das hat die Märkte ein bisschen verunsichert, weil man da ein niedrigeres Fixing erwartet hatte bei Dollar Yuan. Man hat also faktisch den Yuan geschwächt. Aber dann hatten wir Zinssenkungen durch die neuseeländische Notenbank. 0,5 hatte keiner so wirklich auf dem Zeiger. Wir hatten eine Zinssenkung in Thailand, hatte auch keiner auf dem Zeiger. Wir hatten eine Zinssenkung in Indien mit 0,35%, deutlich stärker als erwartet. Auch Südkorea hat die Zinsen gesenkt. Also Notenbanken auf breiter Front scheinbar mit dem Panikknopf, weil die Dinge einfach immer schlechter zu werden drohen in Sachen Konjunktur. Wir dürfen nicht vergessen, dass es neben dem Handelskrieg ja auch zum Beispiel herbe Auseinandersetzungen gibt zwischen Südkorea und Japan. Und das ist gerade für die Tech-Industrie ein großes Problem, denn da sitzen ja viele Zulieferer von Elektronikbauteilen in beiden Ländern und die boykottieren sich ein Stück weit gegenseitig. Also auch da findet ein Handelskrieg statt. Jedenfalls hat das zunächst einmal für Euphorie gesorgt mit Start des europäischen Handels, weil man sich gesagt hat, guckst du, da haben wir doch schöne Zinssenkungen, das ist doch bestimmt ganz gut, der DAX nach oben, die US-Futures nach oben, aber dann sind die Renditen für Staatsanleihen aufgrund dieser Zinssenkungen, dieser teilweise massiven Zinssenkungen durch diese asiatischen Notenbanken dann weiter kollabiert. Wir haben Mehrjahrestiefs oder wie bei der deutschen 10-jährigen Staatsanleihe Allzeittiefs. Und da stellt sich dann irgendwann die Frage, ja, wo soll das enden? Was wissen die Anleihemärkte, was die Aktienmärkte nicht wissen oder nicht ahnen? Und dann griff so ein bisschen diese Verunsicherung von den Anleihemärkten oder dieser Renditecrash verunsicherte dann auch die Aktienmärkte. Und so sind wir wieder bei einem sehr nervösen Handel. Der Dow Jones zwischenzeitlich über 500 Punkte im Minus. Dann ging es wieder nach oben. Dann wieder nach unten, also da ist jede Menge Action und schauen wir uns mal vielleicht hier die Renditen an, etwa für die 10-jährige US-Staatsanleihe 1,635, wir waren aber schon ganz knapp unter der 1,60er-Marke, das sind praktisch mehr Jahrestiefs. Wir haben die 10-jährige US-Staatsanleihe hier gesehen aus Deutschland bei unter minus 0,6%, wir haben die 30-jährige Staatsanleihe aus Deutschland gehabt, die neue Allzeittiefste gemacht haben. Wir haben eine 100-jährige österreichische Anleihe, die kaum noch Rendite bringt, nur noch ganz knapp über Null. Also es ist sozusagen der Wahnsinn, der da scheinbar losgebrochen ist. Und die Aktienmärkte meinen vielleicht noch, sie könnten sich da ein bisschen entkoppeln. Schauen wir uns mal die Bewegungen an. Die Rendite der 10-Jährigen, knapp 6% Bewegung. Bei der 30-Jährigen 5,5%. Crude Oil, wie wir gleich sehen werden, über 5% im Minus. Gold 2,5% im Plus, Silber plus 4%, also starke Volatilität. Nur die Aktienmärkte haben davon noch nicht so wahnsinnig Kenntnis genommen. Ja, es ist volatiler geworden, deutlich volatiler geworden, aber es ist eben noch nicht so diese massiven Bewegungen, die wir an den Rentenmärkten sehen, Rohstoffmärkten sehen etc. Aber das kann ja noch kommen. Wir haben dann noch die Situation, dass hier natürlich Trump wieder ein bisschen Öl ins Feuer gießt. Wir haben zunächst mal Tweets gehabt von Donald Trump, der wieder gegen die Fed agiert. Der sagt, die Fed ist, China ist nicht das Problem, sondern die Fed ist unser Problem. Warum geht er dann so stark gegen China vor, wenn nicht China das Problem ist eigentlich? Und dann bringt er da ein paar Sachen durcheinander. Er sagt, ja, die sollten jetzt endlich dieses Quantitative Tightening, also die Bilanzreduzierung aufhören. Da hat Donald wohl nicht mitbekommen, dass das seit 1. August schon der Fall ist, dass da also diese Bilanzreduzierung nicht mehr der Fall ist. Das hat die Fed ja bei der letzten Entscheidung auch verkündet, hat Trump scheinbar noch nicht mitbekommen. Und dann spricht er etwa hier von The Yield Curve is at too wide a margin. Also er denkt, dass er die Zinskurve sozusagen zu weit auseinanderlegt, aber faktisch ist sie ja extrem invertiert. Also auch hier so ein kleiner Fehler, so genau weiß der Donald scheinbar nicht, worum es teilweise geht an den Märkten. Und da gibt es auch einige Aussagen von Fernsehkommentatoren inzwischen bei CNBC, die sagen, ja, also das geht gar nicht, der soll einfach mal den Mund halten oder man soll ihn ein bisschen aufklären über das Wirtschaftsgeschehen. Dann hat Donald Trump auch noch gesagt, ja, gefragt auf
die Marktreaktion auf die Zölle, die er jetzt ja angekündigt hat für den 1. September, sondern ja, habe ich viel mehr erwartet, aber wir müssen was gegen China tun und die leiden ja besonders etc. etc. Also hier das alte Sermon. Und dann kam die Meldung, dass hier offenkundig neue Maßnahmen gegen Huawei erlassen werden. Das soll nämlich schon ab 15. August sollen alle amerikanischen Telekommunikationsanbieter untersagt werden, Telekom Video Surveillance Equipment oder Services von Huawei anzunehmen, mit denen also Handel zu treiben. Es gab ja eine Zeit lang diese Ausnahmeregelung, das soll jetzt offenkundig abgeschafft werden. Und kurz vorher gab es einen Bericht in der South China Morning Post aus Hongkong, der gesagt hat, ja, die chinesische Führung ist nach wie vor offenkundig bereit, dass diese Delegation, die chinesische Delegation, dann im September nach Washington reist. Aber wenn jetzt hier die Huawei-Geschichte sich weiter verstärkt, und Huawei ist ja so ein bisschen die rote Linie für Peking, dann wird das wieder unwahrscheinlicher. Was haben wir noch? Wir haben dann die Situation, ja, mit diesen Anleihen, um darauf nochmal zurückzukommen, dem Rendite-Crash. Hier hat Albert Edwards, der Perma-Bär von Société Générale, hat gesagt, genau so sieht jetzt die finanzielle Eiszeit aus, wie er das nennt. Wir haben the final phase, we'll see US yields converge with the Eurozone, also dass sozusagen die amerikanischen Anleiherenditen sich den europäischen anpassen, und die sind ja schon, wie wir gesehen haben, alle unter Null, nur die Amerikaner sind ja noch deutlich über Null, zumindest bei den längeren Laufzeiten. Und das dürfte dann in einen gigantischen Abverkauf an den Aktienmärkten führen. Und die globale Wirtschaft fällt in eine tiefe, tiefe Rezession und Depression. Also mal schauen, ob es so schlimm kommt. Aber es ist natürlich schon ein ungünstiges Szenario. Wir haben den Handelskrieg. Wir haben dann zum Beispiel auch wieder die Industrieproduktion gesehen heute in Deutschland. Das wird immer wieder ein Thema auch in den amerikanischen Medien heute. Die Industrieproduktion in Deutschland wieder kollabiert, nur minus 1,5 zum Vormonat, aber zum Vorjahresmonat ist der Fall deutlich stärker. Überhaupt die deutschen Negativrenditen bei deutschen Anleihen ist ein ganz, ganz großes Thema in amerikanischen Finanzmedien. Also da ist Deutschland wirklich sehr präsent. Es ist eine giftige Mischung. Die Märkte erwarten schnelle Zinssenkungen. Wir haben den Steuerimpuls in den USA jetzt verpuffend. Wir sehen, dass die Guidance der Unternehmen immer schlechter wird. Wir sehen, dass zum Beispiel die Investments der US-Unternehmen immer geringer werden. Das ist ein Punkt, der auch relevant ist. Ich möchte Ihnen mal diese Grafik hier zeigen. Da sehen wir die Investitionen von und in amerikanische Firmen. Hier begann der Handelskrieg und wir sehen, es ging danach noch ein bisschen nach oben, aber dann geht das deutlich nach unten. Dementsprechend investieren die Firmen immer weniger. CapEx, wie die Amerikaner das nennen, ist deutlich rückläufig, geht immer weiter zurück. All das ist nicht passiert, was man sich seitens der Trump-Administration von der Steuerreform versprochen hat. Da hat man ja gesagt, ja, dann werden die Firmen investieren und dadurch entsteht Wachstum und dadurch entstehen dann auch wieder Steuereinnahmen, sodass sich diese Steuerreform refinanziert. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Schulden steigen immer weiter, die Investitionen gehen zurück und jetzt geht auch die Wirtschaft zurück, sodass dieser Steuerimpuls total verpufft ist, so eine kurze Scheinblüte erreicht hat und jetzt eben sich rächt, dass man hier nicht fiskalisch einigermaßen anständig arbeitet. Schauen wir uns die Charts an, wie immer von Capital.com. Was wir hier sehen, das ist der Dow Jones und es geht ziemlich volatil zu. Das sieht hier alles so ein bisschen harmlos aus, aber das sind hier mal eben 800 Punkte von da nach da und da sind wir ganz schnell in der Mache mit diesen 800 Punkten. Vorhin waren wir noch unter Druck, jetzt geht es wieder ein bisschen nach oben. Ähnliches Bild beim Tech-Index, beim Nasdaq, wenn er denn kommt. Da ist er, der Dow Jones, auch belastet durch die ganz schwachen Zahlen von Disney. Wir sehen den Nasdaq bei 7467, sehen den Leitindex, den S&P 500, 2854. Was macht der DAX daraus? Der hält sich einigermaßen gut, muss man sagen. Nimmt die Nervosität der Amerikaner gar nicht so stark auf. 11.637, wir sehen die Gemeinschaftswährung, den Euro, so muss es heißen, bei 1.1232, sehen, dass Gold weiter durch die Decke schießt, jetzt auch im Kassamarkt über der 1.500er Marke, Silber, wie gesagt, noch stärker und wir sehen den massiven Abverkauf hier bei Crude Oil, dass sich jetzt ein bisschen erholen kann, aber schon in Richtung 50er Marke unterwegs war. Über 5%, wie gesagt, ging es da nach unten. Giftige Mischung. Wir sehen, dass Kupfer im Vergleich zum Gold zum Beispiel auf Jahrzehnte tiefs liegt. Kupfer gilt ja als konjunktursensitiv. Also es ist einiges in der Mache. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Aktienmärkte halten sich dafür, was an den anderen Märkten passiert, noch relativ gut.
Volatilität scheint gesichert zu sein und ich habe morgen ein Live-Webinar, 20 Uhr, das, für das ich Sie erwärmen möchte. Schauen Sie da mal rein, könnte spannend werden, 20 Uhr, 8.8., also Donnerstag, über die Lage an den Märkten ein bisschen tiefer gehen, vielleicht Fragen von Ihnen oder im Diskurs mit Ihnen will ich da gucken, was da der Fall ist. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.